Ich versuche euch heute mal wieder durch meinen Tag mitzunehmen. Inwieweit mir das gelingt, werden wir sehen. Durch die Filmerei am frühen Morgen bin ich auch schon etwas spät dran für die Arbeit. Da geht es nämlich jetzt erstmal hin. Und ja, heute Nachmittag steht noch einiges mit John auf dem Programm. Aber wenn der Tag geschafft ist, habe ich mir vorgenommen, mich mit etwas Schönem zu belohnen. Ob mir das gelingt, auch das werden wir sehen. Also los geht's. Feierabend, Post eingesammelt und, kann man das sehen hier, einmal Fanpost oder ein Autogrammwunsch für Stefan und John. Und ich achte da immer drauf. Ich finde das immer total schön, wenn ihr so eine tolle Handschrift habt. Und in diesem Fall ist das wirklich wieder eine tolle Handschrift. Und mir ist aufgefallen, also ich hatte früher wirklich auch eine tolle Schrift, ein tolles Schriftbild, aber man schreibt kaum noch was mit der Hand. Man tippt am Handy, man schreibt am Rechner hier, tippt man rum und irgendwie habe ich meine Handschrift verloren. Also das ist nur noch ein Gekrakel, ein Gekritzel, ganz anders als früher. Ich weiß jetzt nicht, wenn ihr in meiner Generation seid, ob euch das auch so geht, ob euch das auch schon aufgefallen ist. Das ist sehr schade. Ja, das Wetter ist draußen übrigens sehr schön, aber es ist kalt. Es ist sonnig, aber es ist wirklich kalt. Und als ob ich es geahnt hätte, habe ich gestern mit dem Thermomix Kürbissuppe gemacht. Ich liebe Kürbissuppe, John mag sie auch gerne und meine Mutter mag sie auch gerne. Und die macht das für sich alleine, aber nicht so oft oder ich glaube gar nicht, dass sie das kocht. Deswegen habe ich sie heute Abend zum Abendessen eingeladen. Wir essen die Suppe zusammen und ich hoffe, ich habe eine Ankündigung gelesen, was heute auch in Bremen möglich ist. Und wenn das wirklich klappt, also wir gehen nachher noch spazieren. Ich hoffe, ich kann Sie damit überraschen. Und ja, es ist wieder natürlich was zum Genießen. Wie könnte es anders sein bei mir? Ja, ich werde John jetzt erstmal die Post hochbringen. Und dann hatten wir ja noch Nachmittagspläne, die sich, glaube ich, ja, irgendwie ein bisschen zerschlagen haben, wenn ich John richtig verstanden habe eben. Hören wir ihn doch selbst noch mal kurz. So, gehen wir mal hoch, bringen ihm mal seine Post von McDonald's und ich klopfe hier auch mal an, wenn ich bei ihm reingehe. Und das gehört sich so ab einem gewissen Alter. So, ja, was macht John gerade nach der Schule? John chillt etwas und finde ich auch gar nicht verwerflich. Wir Erwachsenen machen ja auch ganz gerne mal ein Mittagsschläfchen und du ruhst dich halt hier bequem aus. Ich habe dir auch Post mitgebracht von McDonald's. Pass auf, dass man die Adresse nicht sieht. Da ist ja auch oft Werbung und ein Gutschein drin. Vielleicht hast du Glück. Was ich eigentlich sagen wollte hier, warum ich zu dir hochgekommen bin. Unser Nachmittag sah so aus, dass ich mit John gerne mit Bus und Bahn eine Übungsstrecke abgefahren wäre, weil John hat demnächst von der Schule so eine Art Praktikum eine Woche lang und dass er den Weg dorthin dann auch selbstständig findet. Und zur Beruhigung für mich, dass ich weiß, er hat es einmal gesehen, er hat es einmal gefunden, hätte ich es ganz gerne heute mit ihm zusammen, wie gesagt, abgefahren, aber ja, John weigert sich oder John meint, das wäre nicht nötig. Ja, es liegt daran, ich weiß, wie man Bahn fährt. Es liegt auch daran, es gibt eine tolle App, die ist sogar von Apple drauf. Mhm. Heißt Karte. Dort kann man Straßenbahnrouten eingeben. Dann steht da, welche Bahn du nehmen musst, welche Station du aussteigen musst und alles. Und außerdem mache ich das mit einem oder zwei Freunden, die mitkommen. Und damit geht das ja erst. Okay, das ist, man merkt schon wieder den Generationsunterschied. Sowas gab es bei uns halt früher nicht. Dass man per Handy orten konnte, wo man ist oder wann der nächste Bus oder die nächste Straßenbahn irgendwo hinfährt. Und ja, natürlich traue ich ihm das auch zu, dass er das alleine hinbekommt. Und man kann ja auch überall nachfragen, wenn man sich da irgendwo verlaufen oder verfahren hat, wie auch immer. Was John dann aber macht, dieses einwöchige Praktikum demnächst, finde ich ganz toll, weil zu Corona-Zeiten, das ist ja alles ein bisschen schwierig.
Da lernen die Kinder ein paar Handwerksberufe kennen und ja, ich denke, das wird ihm ganz gut gefallen und er kann dann ja, wenn es soweit ist, kann er ja vielleicht bei Stefan und John mal auf dem Kanal darüber berichten, was er da kennengelernt hat, was ihm Spaß macht, welche Richtung ihm liegt, welche Berufe vielleicht ganz spannend für ihn sind. Und ja gut, jetzt habe ich den freien Nachmittag sozusagen, bis Oma gleich kommt. Ich wollte noch nichts Großartiges essen jetzt, John, aber ich habe schon Hunger, weil wir kein Mittagessen hatten. Möchtest Ich du auch. auch ein Stück Kuchen haben? Ich habe noch Bananenkuchen. Jo, sehr gerne. Gut, mache ich unten fertig, muss aber dann gleich runterkommen, okay? Jo. Ja, gut, dann sehen wir uns gleich. Ja, zu dem Bananenkuchen muss ich mal sagen, den habe ich im Thermomix gemacht. Da war ein Rezept. Ja, also er schmeckt zwar gut, aber das Originalrezept, was ich für Bananenkuchen habe, von einem Bekannten aus Amerika, schmeckt mir tausendmal besser als dieses hier. Kann natürlich sein, wenn ich das andere Rezept nicht gekannt hätte, wäre ich hiermit zufrieden, aber mein Rezept irgendwie schmeckt mir besser. Und jetzt überlege ich gerade, weil ich noch gar keinen Nachmittagskaffee hatte, ob ich mir einen Kaffee mache. Und da habe ich letztens was ganz Tolles bekommen. Zeige ich euch mal eben. Und zwar, wo wir beim Thema Amerika sind, Kaffee. Ich habe an Kaffee keine großen Ansprüche, wie ihr wisst, weil ich trinke ja, Moment. Ja, ich trinke löslichen Kaffee und dann, wenn man sieht, ja, von der Billigmarke stört mich überhaupt nicht. Also mir schmeckt er gut. Es gibt natürlich welchen, der mir noch wesentlich besser schmeckt, aber in der Regel greife ich immer zu diesem hier. Und wie gesagt, aus Amerika von Holger Lersch. Der hat auch einen super YouTube-Kanal. Also wenn man trockenen Humor mag und ein bisschen was aus Amerika sehen mag, wie es da so zugeht, unbedingt bei Holger Lersch auf den Kanal gehen, ihn abonnieren. Es lohnt sich. Und ja, dieser Kaffee, ich glaube, das werde ich jetzt noch mal trinken. Ich hatte den schon mal probiert. Jetzt kann man den hier nur aufschneiden. Das hat mich nämlich sehr überrascht. Eine Portion ist das und ja, er kommt daher wie aus einem Teebeutel oder ja, ein Kaffeebeutel, keine Ahnung. Ich kannte sowas bisher noch nicht. Ich habe den schon mal probiert und ich muss echt sagen, er schmeckt ja, nach gar nichts, ziemlich lasch. Ich weiß nicht, ob ich beim ersten Mal probieren zu viel Wasser hatte, ob ich ihn nicht lang genug habe ziehen lassen. Ich habe dann aber erfahren von meiner Mutter, die ist nämlich auch Kaffeetrinkerin, dass löslicher Kaffee wesentlich stärker ist. Also deswegen kommt mir das jetzt hier so lasch vor, weil ich bin jetzt kein Kaffeeexperte. Ich trinke ihn noch mal zu meinem amerikanischen Bananenkuchen, lass den jetzt mal weg und ja, frag mich, wo John bleibt. Der wollte sich doch auch gleich seinen Kuchen hier abholen. Dann kann ich auch kaum noch erwarten, dass wir gleich die Kürbissuppe essen können, weil die schmeckt aus dem Thermomix dieser Rezeptur wirklich lecker. Und was ich nicht kannte, in dem Rezept ist nicht nur Kürbis drin, da sind auch nicht passierte Tomaten, Tomaten in Stücken aus der Dose drin. Schmeckt man überhaupt nicht raus, schmeckt aber im Gesamten total lecker. Und was ich euch, wo ich gerade stehe, noch eben zeigen kann, ist mein Basilikum. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir schon in der dritten oder in der vierten Woche sind, wo das hier wächst und ups, gucken wir mal, wie das funktioniert. So viel dazu. Es ist wirklich schon gewaltig. Ich habe diesen hier habe ich schon umgesetzt. Der war nämlich hier in der Mitte. Ich glaube, der hat hier das beste Licht abgekriegt. Der ist wirklich gewaltig geworden. Und es dauert nicht mehr lange, bis ich hier, glaube ich, die Lampe hochsetzen kann, weil das gar nicht mehr darunter passt. Also ich bin echt gespannt und ja, ich habe schon auf eine Frage hin letztens gesagt, ich muss mir langsam mal
ein entsprechendes Pesto-Rezept raussuchen, weil wenn ich hier groß ernten kann, dann werde ich, glaube ich, Pesto machen von dem ganzen Basilikum. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es immer so, zu einem Stück Kuchen gehört immer auch eine Tasse Kaffee dazu. Kein Tee, sondern Kaffee. Und ich probiere jetzt mal. Ja, ich habe mir jetzt länger ziehen lassen und ich glaube, das macht tatsächlich was aus. Hätte vielleicht ein Ticken weniger Milch nehmen müssen, aber so schlecht sind die Beutel gar nicht. Und ich freue mich, dass ich noch ein paar über habe, jetzt wo ich endlich weiß, wie das richtig dosiert und genossen wird. So, ich hatte jetzt mal ein bisschen Lust, den Tisch auch ein bisschen zu schmücken. Und ihr wisst alle, ich habe nicht so viel Deko, ich stehe da eigentlich gar nicht drauf. Diese Lichterkette hier, ein bisschen herbstlich, fand ich jetzt ganz schön, habe ich schon ewig nicht mehr rausgeholt, habe ich jetzt aber beim Kelleraufräumen entdeckt gehabt und das passt, glaube ich, heute zur Kürbissuppe ganz gut. Genau wie dieser Kitsch hier. An solchen Tagen ist das mal erlaubt und es ist überschaubar, es ist nicht der ganze Tisch voll, da würde ich nämlich ausflippen. Und ich habe mir auch Mühe gegeben, letztens schon, als wir die Weinprobe hatten, habe ich mal schöne Servietten gekauft. Kann man das lesen? Schön, dass du da bist. Sowas mache ich sonst eigentlich auch nicht. Ich nehme die Servietten, die ich gerade habe. Die müssen dann zu nichts passen, zu keinem Thema oder so. Und ja, ich hoffe, meiner Mama gefällt das so. Und das Wichtigste ist ja, dass ihr die Kürbissuppe nachher schmecken wird. Und da bin ich sehr gespannt auf ihr Urteil. So, ich bin jetzt schon am Suppe warm machen. Der Besuch kann jeden Moment klingeln. Und ja, das, was ihr von der Suppe sehen könnt, also es gibt ja Dinge, die sehen nicht besonders aus, aber sie schmecken super. Dazu gehört auch Grünkohl, wie ich finde. Ja, und Kürbissuppe, weil ich ehrlich bin, es sieht ein bisschen aus wie Babybrei, aber das muss so. Und ich finde sie einfach lecker. Könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr die auch gerne mögt oder lieber nicht so. Da klingelt es schon, kleinen Moment. So, und nun ist das passiert, was nicht passieren sollte. Die schöne Kürbissuppe ist mir nämlich volle Pulle, kann man das sehen, hier auf den Pullover gespritzt. Also gut, dass der Tag bald vorbei ist. Ja, so, ich muss mich jetzt um meinen Gast und um meine Suppe kümmern. So, da ist mein Gast auch schon und ja, John sitzt auch schon und wartet auf das Essen. Bist du schon sehr hungrig? Wie kriege ich dich jetzt ins Bild? Eigentlich nicht so. Eigentlich nicht so? Ich habe normalen Hunger. Also wir haben nämlich vorhin schon zwei Stücken Kuchen gegessen, wie ihr wisst. Beziehungsweise ihr wisst nur von einem Stück, wir haben aber zwei gegessen. Ne? No. Trotzdem esse ich noch gerne die Suppe mit. Ich auch. Die ist nämlich super lecker. So, die Suppe dampft, ist heiß. Ich hatte mir eben schon beim Abschmecken den Mund verbrannt. Und? Also ich finde sie super lecker und bin gespannt, was meine Mama gleich dazu sagt, wie sie ihr schmeckt. Heiß, ne? Magst du die so? Aber lecker. Sehr lecker. Ja. Ganz lecker. Also ich glaube, meine Mama braucht jetzt auch einen Thermomix, weil diese Suppe kann man nur im Thermomix herstellen. Das geht nämlich super easy und ja, ich versuche immer noch, ihr das Gerät anzuschnacken, aber sie will bisher nicht. So, ihr kennt mich. Die Party ist sozusagen vorbei. Der ganze Dödelkram wird wieder verstaut und in den Keller gebracht. Das lasse ich jetzt hier nicht die ganze Zeit stehen. Und in der Tasche war es übrigens alles. Das ist meine Tasche für Halloween-Deko. Habe ich schon lange nicht mehr reingeguckt. Da habe ich damals von John unter anderem aussortierte Playmobil-Figuren genommen. Die hat eigentlich auch zwei Flügel. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Auch so ein kleiner Teufel. Dann habe ich noch so eine Kerze, die ist bestimmt schon, ja, lasst mich lügen, die müsste schon 15 Jahre alt sein. Das war mal irgendwie am Geburtstagsgeschenk von meinen Schwiegereltern als Deko dabei.
Und auch diese niedlichen Spinnen gehören auch zu meiner Halloween-Deko, die ich bei John abgestaubt habe, was er so hatte. Dann habe ich noch einen Graf Dracula und auch diese Kürbisse sind von Playmobil. Und was habe ich noch? Ja, eine Mumie von Playmobil. Kleine Gespenster, die leuchten sogar im Dunkeln. Ja, und das war es dann auch schon. Also es ist etwas ausgefallen. Es ist nicht das, was man jedes Jahr nach der neuesten Halloween-Mode beim Depot oder bei Nanunana oder sonst wo kaufen muss. Ja. Auch diese Kürbisse begleiten mich schon ganz lange. Also ja, ich mache mir da wirklich nicht viel draus, wie ihr hier sehen könnt. Und ja, meine Mama ist weg. Ich hatte ja noch eine Überraschung mit ihr vor. Das hat jetzt leider nicht geklappt. Wir haben uns hier zeitlich verquatscht. Und zwar hätte es heute beim Bremer Ratskeller, die haben so einen draußen Weinverkauf, so eine Weinbox haben die draußen stehen. Und da hätte es heute den ersten Glühwein gegeben. Das Wetter wäre danach gewesen und der Glühwein ist einfach nur lecker vom Bremer Ratskeller. Also wer die Möglichkeit hat, den zu probieren. Es gibt einmal weißen Glühwein davon und einmal den roten. Mein Favorit ist der klassisch rote. Der schmeckt aber schon so lecker. Den muss man gar nicht mehr groß verfeinern irgendwie. Den kann man wirklich so aus der Flasche erwärmen und trinken. Super lecker. Ja, Stefans Favorit ist der weiße Glühwein. Er mag den weißen Glühwein lieber. Das ist vielleicht auch was Besonderes. Keine Ahnung, also das war mein Plan jetzt gewesen für heute Abend und ja, wir haben uns etwas verquatscht und ich weiß gar nicht, wie lange die noch aufhaben. Und bevor wir da jetzt umsonst in die Stadt tigern, haben wir gedacht, das machen wir mal wann anders und ja, ihr werdet vielleicht dabei sein, wenn ich mit Stefan mal den Glühwein ausprobiere. Und ob man da auch sagen kann beim Glühwein, das ist ein guter Jahrgang, ich weiß es gar nicht. Aber der schmeckt immer lecker. So, kommt das Ganze weg, mache ich die Küche jetzt noch schnell sauber und ja, das war es dann soweit von meinem Tag. Wir haben es jetzt mittlerweile, ja, es ist 8 Uhr, es ist eigentlich noch gar nicht so spät, aber es ist stockdunkel draußen, da muss man sich jetzt auch erstmal dran gewöhnen und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten, ein bisschen vom Alltag ablenken mit meinem Alltag, den ich so habe und ja, vielleicht guckt ihr beim nächsten Mal wieder zu oder schreibt mir einen netten Kommentar, darüber freue ich mich ja immer sehr und ja, mir bleibt nichts mehr zu sagen, also macht's gut, bis zum nächsten Mal.